Leute, fünfte und finale Folge dieser Aufnahmesession. So, da unten ist ein Hai. It's a Hai. Und diesmal müssen wir nicht gegen drei gleichzeitig kämpfen. Boah, der ist jetzt fast... Wenn wir uns dann angreifen, haben die mich den ersten Schlag. Auf jeden Fall. Also eine Sonderrunde, in der nur sie anrufen können. Dann ist nur einer, mit dem kommen wir klar. Bashen wir den mal. Bash. Der hat uns brutal mit seinem Board geschweddert. Und der macht uns jetzt auch etwas weniger Schaden. Könnt ihr ja selbst 6 HP? Das ist entspannt, Leute. Wir haben einen Skatepunk gezähmt. Wir haben einen Menschen gezähmt, Leute. Und wir haben jetzt Level 4. Oh, Baby! Offensives Hochgang bei einer Zahl, die ich. Also, Leute, langsam spiegelt mir hier der Emulator wieder, was der Paul mir damals sagen wollte beim alten Kanal, wenn er meint, dass mein Verhalten nicht mehr feierlich wäre. Na gut, bashen wir den Skatepunk nochmal. Er attackiert nur 6 HP, Damage diesmal nur. Und er hat keine Chance gegen uns. So. Oh, das hat aber Schaden gemacht. Na gut, diesmal tut er wenigstens nicht so oft ausweichen. Gott sei Dank. Und liegt es an mir oder sind die Soundeinstellungen wieder viel zu laut? Muss ich mal kurz was machen. Ne, die sind noch dieselben wie beim letzten Mal, also bilde ich mir das nur ein. Ne, es hat 12 XP bekommen. Oh, Baby! Offensive Sogang um 3. Defensive Sogang um 2. Speed Sogang um 2. Und Guts sind hochgegangen um 1. Oh, Jesus! Ja. Und wir haben Hypnose Alpha bekommen. Das ist gut, dann können wir Gegner jetzt auch einschlafen. Einschlafen? Wir können die Gegner einschlafen, Leute. Leute, wir können Gegner einschlafen. Was? Du möchtest unserem Boss Frank begegnen? Er ist im Rückgarten hinter diesem Spielding und denkt über Frieden und Liebe nach. Du möchtest ihn vielleicht besuchen. Hm, Frieden und Liebe. Friede und Liebe, ich sehe schon. Na gut, fressen wir mal hier einen Googie. Wir haben den Googie gefressen und wir haben 6 HP bekommen. Und wir gucken mal gerade nach und machen live auf Alpha. Oh yeah, HP sind wieder gemaxed out und da ist noch ein Shark. Möchtest nicht... Hallo? Hallo? Du möchtest Frank begegnen. Du möchtest nicht, dass Frank dich besiegt, oder? Ah, jetzt möchte er kämpfen. Das sieht nach 4 XP aus. Dann, let's go. Execution Points. Oh, der hat eine etwas bessere Death, aber er hat uns verfehlt. Das könnte schon interessant werden. Leute, so gewinnt man seine Kämpfe. So, und 15 XP. Execution Points. Oh, falsche Taste. So, dann hier. Wie viel sind es noch bis zu... Ja, 46. Komm, schaffen wir noch vom Frank, würde ich mal meinen. Du möchtest einen Kampf starten, oder? Oh yeah. Ich möchte die XP von euch allen. Du engagest im Skatepunk. Und, oh, der hat eine höhere Initiative als wir. Aber dafür macht er auch kaum Schaden und hat eine sehr schlechte Death. Ja gut, das hat ein bisschen Schaden gemacht, aber... Der hat uns halt nur angekratzt. So, die wahre Chance hat ja nur eine Person, die eine Chance hat. Und diese Leute hier haben keine Chance. Die tun nur so, als hätten sie eine Chance, um sich zu fühlen, als hätten sie eine Chance. Und wir müssen gegen zwei Leute gleichzeitig kämpfen. Die hätten eine Chance. Oh Gott, wenn die jetzt hier wirklich eine Chance haben. Der Moment, wenn man zuerst den Pogo-Typen angreift mit dem Gedanken, ja gut, der Skater kann mir eh nichts. Wenn er jetzt... Okay, dann verfehlt das gut. Wir haben verfehlt, das ist nicht gut. Oh Gott, okay. Wir haben jetzt praktisch schon verloren. Außer wir können noch hier ein Life Up Alpha raushauen. Er hat für Hilfe gerufen, das ist gut. Okay. Das war knapp. So, dann geben wir dem Pogo-Punk noch was. Okay, but no one came. Davon kam auch aus Undertale, dass nobody came, dass but nobody came. Okay, wir haben es noch gerade geschafft. Das war Luck. Das war sogar sehr großer Luck. Ui, der macht Schaden. So, komm, dann bashen wir nochmal. Boah, der verfehlt. Das ist gut, weil der kann... Wie kann mir jeder extremsten Schaden machen? Kann das sein? Aber die Gegner, die den meisten Schaden haben, sind praktisch weg. Ich sollte hier noch... kommen. Dafür bin ich doch hier... Brotrolle. 28 HP recovered. Ja, ja. Hätten wir ihn, glaube ich, auch so schreddern können. Na gut, ist egal.
wir hätten jetzt wirklich nichts essen müssen. Aber gut, je mehr, desto mehr, würde ich mal sagen. Oder? So, 42 HP. Boah, da haben wir jetzt was bekommen. So, und dann würde ich mal sagen, werden wir die Gelegenheit direkt nutzen und gerade speichern. So, hier. Safe Game Position Slot 1. So, ich bin ja wirklich nicht so ein Typ, der mit seinen Safe States herumfuscht. Aber wenn das Spiel dauerhaft abstürzt, dann geht's halt nicht anders. Was ist los so? Ist hier oben noch irgendjemand, der sich mit uns annehmen will? Okay, die Idioten sind also alle schon ausgestorben. Oh, da ist noch jemand. Wo kommt der denn bitte her? Das ist doch jetzt lächerlich. So, komm. Hier. Zuerst ein Yes-Man Junior. Der macht uns auch keinen Schaden mehr. Und der Yes-Man Junior, wie viel Schaden macht der? Okay, der ist also eher so der offensive Typ in der Kack-Dev. Und auch einer schlechten Initiative. Der hat seinen Hula-Hoop geschwungen. Das hat uns mörderischen Schaden gemacht. Und der ist tame geworden. So. Das hat Schaden gemacht. Und er hat für Hilfe gerufen, aber niemand kam. But nobody came. Ich glaube, so werde ich auch die Folge nennen. But nobody came. Und er wurde tame. Das reimt sich. Ich hab's halt drauf, Leute. Und wie ich's drauf hab. So. Ich wollte doch eigentlich offscreen leveln, könnte das sein? Na gut, eigentlich warum mal nicht? Und das hier war falsch. Ich wollte nämlich auf Status gehen. Experience. Okay, nur noch 94. Man sieht schon, es wird langsam mehr. So, ist noch eine Mülltonne. Bitte lass uns da Essen drin finden. Mit der Mülltonne rede ich. So. Ah, Fruit Juice. Mhm. So, dann hier. Fruit Juice. Ich glaube, das tut uns die PP wieder auffüllen. Nee, nur 6 HP. Na, besser als nichts. Stopp! Zurück. So. Pizza Store. Und Sharks. Oh. Ei, Leute. Genau. Ich bin da mit 15 HP übrig geblieben. Entschuldigung. Ich hätte das gar nicht gewinnen können. So, nur damit ihr nochmal seht, dass ich mal gestorben bin. Ja. Na, Leute, machen wir mit drin weiter. Ich muss dich jetzt nochmal damit beeilen, die Folge zu beenden. Weil ansonsten sieht es ja schlecht aus, damit dass ich das noch alles fertig gerendert und hochgeladen bekomme. Oh, hier. Ich sollte nochmal saven. Einfach nur Sicherheit. So. Dann weiter geht's hier. Da. Du warst es! Du hast meinen Kollegen kaputt gemacht, oder? Du solltest besser aufgeben. So. Pogo-Punk. Hier, stirb. So. Das Beste an den Pogo-Punks ist sowieso, ist mir auch aufgefallen. Die fallen hier dauerhaft runter. Dauerhaft. You won. Er hat uns ein Geschenk übrig gelassen, ein Hamburger. Wie romantisch. Du hier? Du hörst dich für mich an wie ein echter Gewinner. Werd nicht fies oder ich kicke dich. Da geht's dann wahrscheinlich weiter. Jetzt gehen wir mal hoch. Oh, hier. Frankie hat eine extremst mächtige Waffe. Wenn du sie bekommst, ich wette, du kannst dann gegen jeden Gegner gewinnen. Checken wir das mal. Okay, no problem hier. Spuck, spuck, spuck. Silvia, spuck, spuck. Möchtest du irgendein Kaugummi? Bekomm dein eigenes, Idiot. Um die Wahrheit zu sagen, ich liebe es, Tee zu trinken und frisches Gemüse zu essen. Aber das passt einfach nicht zu meinem super coolen Image. Ich denke, ich muss dich einfach mal mehr akzeptieren. Was? Wenn du ein Item kaufst, müsstest du es anziehen. Was? Tust du überhaupt anziehen? Ich hab einen Tipp zu meinem eigenen Gegner gegeben. Ich bin so ein rockender Dude. Ich hab irgendwie total das Selbstvertrauen in meiner eigenen Fähigkeit. So, bist du bereit, es jetzt hart werden zu lassen? Okay. Okay. Probier aus. Klar. Du hast Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, wenn du Freunde bei dir hast. Klar, warum nicht? Warum eigentlich nicht?
Da schwingt ja schon sein Hula Hoop. So, aber wir haben jetzt die höhere Initiative und wir haben keine PP. Ist das hier das Ende? Nein! Wir haben die Hamburger! Yeah! HP sind gemixed out. Und die haben immer noch hier die... den Attack Stat of the Doom. Da. Wenn die Glück haben. Nein. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, warum nicht? Wenn wir Fächer haben, macht jetzt jemand... Ja, okay. Das könnte schon gewesen sein. Bravo. Also den Skatepunk haben wir auf jeden Fall ausgeschaltet. Aber dass du die ganze Zeit getötet hast. Ja, gut. So. Dann versuchen wir es diesmal. Vielleicht haben wir diesmal auch Glück und der ruft nicht seine Kumpanen. Dann hätten wir eventuell sogar eine Chance zu gewinnen. So, dann. Nee, nee, nicht der Bürgerchap. Nicht der Bürgerchap. Wir müssen bei der Runde. Oh ja, ich mag die Musik hier. Die ist hier so downcalming. So, hier. In den Garmeding. So, die Gegner sind schon ausgerottet. Noch oben einer. Und dann geht's auch schon weiter. Oder so. Hab ich auch kein Problem mit. Oh. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich suche einfach einen anderen Emulator oder werde das noch über mich ergehen lassen. Es wird irgendeine Möglichkeit geben, aber ich würde mal sagen, das wäre jetzt der perfekte Moment, um die Folge frühzeitig zu beenden. Also sonst bekomme ich das wahrscheinlich auch mit dem Render nicht geregelt. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Session. Bis dann. Ciao.